Willkommen zurück. Mal sehen, was es jetzt für Schönes erwartet. Kurzes, knackiges Rennen. Rein theoretisch kann ich wieder auf die komische Frau wetten mit ihrem komischen AMG. G-Klasse. Der Delray? Genau. Ey, du musst trotzdem voll aufpassen, ne? Weil du merkst ja, dass es so ausgelegt ist, so halt, ne? Alles so easy gewinnst, ne? Ja. Ich hab den Sport schon überlegt, ob ich auf den ersten Platz wette. Rick Ross raus hier, ganz unten für $300. Das nee, hat so beschissenen Sinn. Ich gehe davon aus, dass die mit ihrer G-Klasse auf so einem Rundkurs nicht gut dasteht. Ich fordere. Nee, der fährt einen schönen Dema, aber das ist. Nee, ich fordere einen Ross raus. Ich hab keinen Bock. Ich geh rein in die Alte. Wäre echt peinlich, gegen dich zu verlieren. Wir brauchen auf jeden Fall Motortuning hier. Wir fahren, wie gesagt, jetzt mit einem Serienauto hier. Da musst du schon ganz schön die Zunge gerade in den Mund nehmen. Wenn du den Unfall baust, hast du ein extremes Problem. Ich hab doch schon mal Gegner. 300 Lappen sind meine, Kollege. Ganz schön frech. Oh, das geht gar nicht, Mann. Das ist wirklich shit. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Wobei der gerade ein besseres Handling hat wie meiner, aber ich bin gerade im Windschatten. Machst du nichts gegen den. Ja, jetzt kommt die mir an. Halt, Alter! Jetzt zieht die mir an Benz vorbei. Boah, Alter, sind das so heftige Strecken? Ich war voll gegen den Zug. Zug? Mit Bahn. Nee, ich war oben, da kommt ein Zug. Ja. Du bist nicht so schnell, wie du denkst. Hä, hey, wo sind denn die lang gefahren? Die sind falsch abgebogen. Was geht bei denen? Was machst du denn? Ich suche die alle falsch abgebogen. Wie geil ist das denn? Geil. Bitte. Die ersten zwei, die sind bei der sonst wo. Ich werde sie nicht verlieren. Und los geht's. Junge. Da zündet neben mir den Knaller mit seiner Kiste, Alter, machst du die Bild? Ich hab noch ein paar Mist auf Lager. Ich bin jetzt gerade Dritter. Ich bin auch Dritter. Na, schaff ich aber ohne. Der AMG ist immer noch rum. Also die G-Klasse, weißt du? Nicht? Die ist hinter mir, ja. Das ist Platz 4. Da zündet einen richtigen Knaller. Das ist hart. Guter Dritter. Ja, das ist so gemacht, denke ich. Wegen Hester, du sollst Geld sammeln. Man kann bestimmt die Hauptrolle vorantreiben. Ich hab so wenig Bums an der Karre, alles kaum auf die Gleise hochschafft. Das ist halt so geil, du hast einfach 2000 Startgeld bezahlt. Ja. Ich meine trotzdem 2500, ne? Achso, aber plus die Wette noch. Ich hoffe, plus die Wette. Hey, wenn du in Lake bist, könntest du ein Auto für mich abholen? Ein Buick Grand National. Wir wollen also, sehen, wie schnell er mit echten Talent hinterm ja Steuer rum. Fährt. Ja. Kennst du da jemanden? Du bist ja echt ein Scherzkeks heute. Also, das gib mir einen Pin. Klar, ein Pin. Sofort. Schick mir den Standort. Kommt. Ziemlich aufregend. Der Regal aus der Hölle. Klassisches 80er Muscle Car. Mein Vater nannte ihn den Corvette Killer. Also mach ich ihn stolz. Mit Stufe 1 war schon die Mühe auf der Mitte. So, jetzt können wir zwischenparken. Ja. Und dann das Vieh mitnehmen. Ja. So, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, ein Abo und bis später.